Frau Harms, Sie hatten sich zur Geschäftsordnung gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, diese Woche wird ja eindeutig bestimmt werden von den Diskussionen, die sich aus dem Referendum in Griechenland ergeben. Und ich glaube, dass Griechenland und die Europäische Union insgesamt in einer sehr schwierigen Situation angekommen sind, was dazu geführt hat, man kann die Debatten im Europäischen Parlament, in denen vor einer solchen Entwicklung gewarnt wurde, die kann man nachlesen. Man kann auch nachlesen, was Martin Schulz früher als Fraktionsvorsitzender und später als Parlamentspräsident dazu gesagt hat, um zu versuchen, das zu verhindern. Was ist jetzt richtig? Was ist richtig, was ist falsch? Meiner Meinung nach ist die wichtigste Rolle des Europäischen Parlaments, ja, der Kammer, die direkt gewählt wird von den Bürgerinnen und Bürgern in Nord und Süd, in Ost- und Westeuropa, jetzt dazu beizutragen, Brücken zu bauen, die herausführen aus dieser Situation, in der die Europäische Union steht. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Schulz, und das fällt mir nicht leicht, das zu sagen, weil ich in den fünften Präsidenten der Europäischen Union große Hoffnungen gesetzt hatte. Ich muss Ihnen sagen, dass ich finde, dass meine Fraktion recht hat, dass die Art und Weise, wie Sie als Parlamentspräsident sich in die Griechenland-Debatte eingemischt haben, falsch war, unverantwortlich war. Nicht, weil Sie das Ja unterstützt haben, nicht, weil Sie das Ja unterstützt haben, sondern weil Sie zu der falschen Aufladung und der Konfrontation, die in Griechenland und in anderen europäischen Ländern stattfindet, beigetragen haben. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle sagen, dass ich glaube, dass Sie nicht dazu geeignet sind, eine aktive Rolle für das Europäische Parlament in diesem akuten Prozess zu spielen. Ich möchte Sie auffordern, sich einmal zurückzuhalten, weil der Schaden, den Sie angerichtet haben für das Europäische Parlament, der ist größer als der Nutzen, den Sie jetzt erreichen können. Das Wort für die Fraktion der Grünen an Frau Harms. Ja, Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Tat ist es so, dass ich sehr gespannt bin, wie Herr Tsipras heute Abend Griechenland vertritt. Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, das Nein und das Ja zu vertreten, weil seine erste Aufgabe ist es ja, sein Land auch wieder zusammenzuführen. Und nur ein geeintes Griechenland wird die Möglichkeit haben, in Brüssel erfolgreich zu verhandeln. Die Appelle an Herrn Tsipras, die in den letzten Tagen gekommen sind, vieles davon teile ich. Ich muss aber heute auch sagen, dass es Appelle an Angela Merkel in Deutschland gibt, die ich überhaupt nicht teile. Und deshalb finde ich sehr gut den Ton, den Jean-Claude Juncker hier angeschlagen hat. Wenn die Bild-Zeitung heute fordert, dass das, was wir brauchen, die eiserne Kanzlerin ist, dann kann ich nur sagen, bitte nicht. Ja? Dann möchte ich, dass die Deutschen sich daran erinnern, dass wir, wenn wir auf eiserne europäische Nachbarn getroffen wären, immer wieder, ja, dann wären wir heute nicht diese europäische Nation, dieses Deutschland, das eine ganz besondere Verantwortung hat. Herr Juncker, ich finde, dass die beiden Themen klar sind. Es sind die Reformen auf der einen Seite, die übrigens auch im IWF-Papier angesprochen werden. Das IWF-Papier spricht nicht nur über die nicht nachhaltige Schuldensituation. Das IWF-Papier mahnt ganz klar die sozialen Reformen in Griechenland an. Auf der anderen Seite müssen die Schulden für Griechenland nachhaltig gemacht werden. Und Frau Präsidentin, Ihr Land hat mich so begeistert, weil es ein Land ist, noch im Aufbau,
mit großen Problemen, aber mit unglaublich viel europäischem Geist. Ich würde mir manchmal wünschen, ja, dass diese jungen Letten, die jungen Balten und die jungen Griechen sich verständigen würden darüber, was europäische Demokratie ist, statt auseinanderzudriften. Ich glaube, dass gerade die kleinen Länder und die neuen Länder eine Brückenfunktion in dieser ganzen Debatte spielen müssen. Ich danke für Ihre Ratspräsidentschaft und wünsche Ihrem Land und Europa Glück. Für die Fraktion der Grünen hat jetzt das Wort Frau Harms. Ja, meine Damen und Herren, als ich mich gestern versucht habe, auf die Debatte vorzubereiten, bin ich noch mal durch die Zeitungen durchgegangen, die ich seit einer Woche aufgestapelt habe in meinem Büro. Das mache ich immer so, wenn ich nicht mehr weiß, wie es eigentlich weitergeht. Und das geht mir im Moment so. Dann sammle ich und sammle ich. Und oben auf dem Stapel dieser Zeitungen der letzten Woche, da lag eine deutsche Zeitung mit dem Foto, dem Porträt eines griechischen Rentners, der weinend vor einem Geldautomaten zusammengebrochen war. Und es ist für mich jedenfalls das Foto, das bleibt in Erinnerung an diese Woche. Und ich glaube, dass in diesem Foto eigentlich eingefangen worden ist, sowohl die Gründe, ja, die in Griechenland dazu geführt haben, dass 60% mit Nein gestimmt haben. Ich glaube aber, und das ist der Irrsinn dieser Situation, dass in diesem Foto auch viele der Gründe eingefangen worden sind von den Leuten, die mit Ja gestimmt haben. Weil die Abstimmung in Griechenland war eine Abstimmung darüber, dass die Verelendung eines großen Teils der Gesellschaft, und es ist keineswegs bisher die ganze Gesellschaft, eines großen Teils der Gesellschaft nicht mehr weitergehen kann. Die Abstimmung war aber auch eindeutig eine Abstimmung darüber, dass man Hoffnung auf Veränderung immer noch an die Europäische Union knüpft. Und das ist jetzt Ihre Aufgabe. Da denke ich eben auch, dass Sie in einer historischen Situation der stärkste Premier Griechenlands sind, jedenfalls in meiner eigenen Erinnerung, und dass Sie jetzt derjenige sein müssen, der Ihr Volk in eine ordentliche Reformperspektive führt. Das, was bisher nicht passiert ist und wo übrigens auch die Europäer eine Verantwortung haben. Dieses Reformprogramm der Troika, das macht doch das Wort Reform an sich zu etwas, wovor man nur zurückschrecken kann. Ja? Und ich habe eigentlich, muss ich Ihnen jetzt sagen, vielleicht bin ich naiv, aber ich habe eigentlich erwartet, dass Sie hierher kommen und nicht nur sagen, Schluss mit Nepotismus und Korruption, sondern ich hatte diesen naiven Wunsch, der Tsipras kommt jetzt und sagt, so werde ich das mit meinen Leuten machen. So wird ein gerechtes Steuersystem aussehen. So wird ein gerechtes Rentensystem aussehen. Wir wissen doch alle, dass man kleine Renten nicht weiter kürzen kann. Aber die Frage ist, wie werden die Renten in Griechenland gerecht? So wird in Zukunft das Gesundheitssystem in Griechenland aussehen, damit wir keine armen Kliniken mehr brauchen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, womit Sie nicht nur die Griechen in eine bessere Zukunft führen können, sondern womit Sie dafür sorgen können, dass die Europäer mit Ihnen mitgehen. Und das müssen wir. Dieser Zusammenhalt, der verloren gegangen ist in den letzten 5 Jahren, der kann zurückgewonnen werden, wenn Sie so mit Ihren Leuten und mit den Bürgern Europas reden. Damit meine ich eben nicht nur die Staats- und Regierungschefs oder einige derjenigen, die jetzt hier heute nicht unbedingt dazu beigetragen haben, Sie einzuladen. Sie müssen in diese direkte Debatte und die Europäer, das hat Guy Verhofstadt gesagt, die müssen aus einer falschen Politik zu der Schuldenlast raus. Und ich bin da eben auch genau der Meinung von Guy Verhofstadt,
dass da eine Lösung gefunden werden muss, die nicht nur für die Griechen gebraucht wird, sondern die für andere Krisenländer gebraucht werden. Dann ist das nämlich auch gerecht und dann ist das auch europäisch. Herr Tsipras, ich weiß, dass man leider die Zeit nicht anhalten kann. Ja, ich wünschte mir, wir könnten das. Es ist offensichtlich so, dass alles in dieser Woche entschieden werden muss. Hören Sie auf diejenigen, die eine europäische Lösung wollen. Und denken Sie daran, ja, weil Sie so stark an die Demokratie appellieren. Europa ist groß, der Osten gehört dazu, der braucht auch Solidarität. Und Demokratie und Putin, das geht nicht. Ich wünsche Ihnen Glück und ich wünsche Europa Glück.